Herzlich willkommen bei der dritten Talkshow inzwischen am Café Sand beim Weserstrand. Heute mit einem Debüt. Zum ersten Mal haben wir zwei Gäste. Und ich kann Ihnen versprechen, nach dieser Talkshow wird Bremen nicht mehr so aussehen wie heute Abend. Und dafür verantwortlich sind unsere beiden Gäste. Begrüßen Sie mit mir die Senatsbaudirektorin Iris Reuter und den Landeskonservator Georg Skalecki. Guten Abend, Frau Reuter. Hallo, Herr Skalecki, kommen Sie mit mir. Zwei Gäste, zwei Mikrofone. Vielleicht kommen Sie hier an meine Seite, Frau Reuter. Rücken Sie einfach ein Stück zu uns rum, dann sehen Sie alle. Der eine muss konservieren, die andere will erneuern. Wie funktioniert das mit Ihnen beiden eigentlich so? Frau Reuter. Ist das ein Dienststreit, den Sie qua Natur immer ausüben müssen? Also ist das sozusagen, der eine muss den Finger heben, der andere für das andere? Und ist das sozusagen in einer Stadtentwicklung vorgesehen, dass es da Gegenpole geben muss? Also streiten müssen wir uns ja vielleicht nicht immer, aber wir schauen gemeinsam auf diese Stadt und ihr Bild. Er muss sie pflegen, ich muss sie gestalten. Pflegen und gestalten sind ja ganz ähnliche Dinge vielleicht. Also insofern haben wir beide einen Job zu machen, der eigentlich immer auch auf das Ähnliche schaut. Also. Ist das so, Herr Skalecki? Also Sie sind ja schon jemand, der bewahren muss. Konservator steht schon in Ihrem Titel. Und das nehmen Sie auch ernst? Das nehme ich unbedingt ernst. Das ist meine Aufgabe. Und ich will unsere Stadtstruktur, ich will unsere Denkmäler pflegen. Aber das muss ja nicht unbedingt in einem krassen Widerspruch stehen zu dem Weiterentwickeln. Ganz abgesehen davon, dass es natürlich eine ganze Reihe an Bereichen gibt, die denkmalfrei sind oder wo die Denkmalpflege wenig Interessen hat, gibt es dann eben immer wieder Berührungspunkte zwischen uns in den Kernbereichen, also in der historischen Innenstadt gerade. Und da haben wir natürlich von der Profession her gelegentlich auch mal unterschiedliche Auffassungen. Aber wie das in Fachdisziplinen ist, man kann sich auch einigen, man kann auch Kompromisse eingehen oder man kann sich verständigen. Sind diese Diskussionen, die Sie miteinander führen, nicht eigentlich die wesentlichen, die jeder Bremer auch nachvollziehen muss? Also können Sie mal so eine Diskussion nachbauen? Es soll was gebaut werden irgendwo in der Stadtnähe, rufen Sie ihn dann vorher schon an? Redet man im Vorfeld schon drüber oder sind da erst die Architekturpläne und dann wird gesagt, oh nee, drei Stockwerke tiefer bitte? Also sicherlich sind es nicht alles Denkmale, deswegen muss ich ihn nicht immer anrufen. Aber wenn ich den Denkmalen jedenfalls mit den Projekten, die die Stadt voranbringen sollen, die sie verändern sollen, näher komme, muss ich das machen. Und ich finde es auch gut. Ab und zu sind ja dann auch die Dinge, die man über die historische Substanz, über das Bild wissen muss, hilfreich, wenn man über die Weiterentwicklung nachdenkt. Das mache ich dann schon. Da geht es manchmal um die Höhe, da geht es manchmal um das Material, da geht es manchmal um die Nachbarschaft und manchmal geht es auch ganz offen um den Kontrast. Dann will ich es auch wissen von Ihnen. Wo gibt es ein ganz klares Nein? Also was ist definitiv nicht möglich in Bremen? Also wir haben ja eine gesetzliche Regelung. Wir arbeiten nach unserem Denkmalschutzgesetz und das Denkmalschutzgesetz sieht zunächst einmal vor, dass alle Maßnahmen, die an einem Denkmal vollzogen werden, genehmigt werden müssen. Das heißt, da sind wir von Anfang an im Boot. Dann hat das Gesetz einen Paragraphen, der nennt sich Umgebungsschutz. Das ist ein Gummiparagraph, gebe ich gerne zu, weil er so ein bisschen Interpretationssache ist. Aber um jedes Denkmal herum gibt es, ich nenne das so, das ist vielleicht ein etwas holpriger Begriff, einen Wirkungsbezugsraum. Wow. Der Wirkungsbezugsraum ist unterschiedlich weit. Der kann mehrere hundert Meter sein, da können Sichtachsen betroffen sein, der kann aber auch wirklich nur ein paar Meter sein, also direkt die Nachbarschaft. Unter Umständen oder okay. Bis zur Meierei im Bürgerpark. Und immer dann, wenn eben solche Dinge verändert werden sollen, dann müssen wir zusammenkommen und dann müssen wir schauen, wie wir eben einen Konsens finden. Frau Reuter, es gibt ja viel Denkmal in Bremen. Macht es da überhaupt Spaß, neu zu denken, wenn so viel nicht möglich ist?
Also die Senatsbaudirektorin muss ja über das Neue nachdenken, das ist ja ihr Job. Ich bin ja auch die Architektin und Städtebauerin. Aber es ist schon so viel geblockt in der Stadt, oder? Ja, also da ist schon das Rathaus, steht schon, Dom brauchen wir auch nicht mehr. Aber es handelt sich um eine große Stadt. Das Rathaus ist mittendrin, die Altstadt hat eine gewisse Dimension, selbst der Bürgerpark. Aber Bremen ist 32 Kilometer lang und auch die Mitte der Stadt hat mehrere Seiten. Und auch in ihrem Wirkungsbezugsraum, Herr Skalecki, muss natürlich auch einfach Neues entstehen können. Das ist einfach Stadtentwicklung, war ja auch schon immer Stadtentwicklung, wenn man die Jahrhunderte zurückschaut. Ist das ein Konfrontationspunkt zwischen Ihnen beiden, wie weit Sie den Er hat gesagt Wirkungsbezugsraum, ich nenne es in jedem Fall Stadtbild. Ja, ja. Ist der Wirkungsbezugsraum sozusagen Ihr Königreich? Wie gesagt, nein, also ich will mich nicht übernehmen und ich muss vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass nur ungefähr 3-5% der gesamten Bausubstanz in Bremen wirklich denkmalgeschützt sind. Über den Umgebungsschutz wird es natürlich dann mehr, worauf wir Zugriff haben, aber das ist ja auch ganz unterschiedlich strukturiert. Also wir haben eine historische Innenstadt, die ist ja auch noch zusätzlich, außer dass sie dicht besetzt ist mit Einzeldenkmälern, ist ja auch noch zusätzlich geschützt. Sie ist Teil der Pufferzone um unser Weltkulturerbe der UNESCO, das Rathaus. Das heißt also, da ist natürlich ein ganz enger Raum, da läuft nichts, ohne dass wir einen Konsens finden, ohne dass wir uns einigen, ohne dass wir als Amt, als Landesamt für Denkmalpflege beteiligt werden. Und dann gibt es weit draußen in Hemelingen, da gibt es Bereiche und Flächen, Neubaugebiete. Da kann man alles machen. Da kann man alles machen. Ja, da wohne ich auch. Kommen Sie mal mit mir und wir gucken uns mal an, nehmen Sie ruhig die Mikrofone mit, wie das jetzt aussieht hier in Bremen. Wir haben heute dieses schöne Spiel Spreng deine Stadt. Ja? Wir haben hier zwei Buzzer. Wir werden gleich auf den Monitoren da oben einige vielleicht nicht ganz herausragende Gebäude der Bremer Innenstadt sehen. Über Hemeling sprechen wir noch. Über Hemeling sprechen wir auch noch. Jetzt, wir bewegen uns vom Zentrum nach außen. Ja? Wenn aber, Sie der Meinung... Ja? Ja, aber eine Anmerkung müssen wir schon noch machen. Also mit Städte sprengen haben wir es beide nicht so. Naja, man muss ja, um was Neues zu bauen, manchmal was auch wegnehmen. Ne? Man kann ja nicht alles lassen. Passiert Herr Skalecki ist doch nur ein Spiel. Ist ja auch nur ein Spiel. Naja, aus Spiel kann, ernst werden. Ja? Weil wenn Sie beide beim gleichen Objekt buzzern, dann vereinbaren wir jetzt, morgen wird gesprengt, okay? Oha. Sonst hat diese Talkshow überhaupt gar keinen Sinn. Oha. Wir gucken uns mal das erste Gebäude an, bitte. Das ist dieses Alex am Domshof. Es wird gemurmelt, nicht sprengungswürdig. Ja. Es ist seinerzeit nicht mit großer Freude von meinem Vorgänger begrüßt worden. Es gibt schon gewisse Einwirkungen auf den Freiraum und so weiter, aber ich glaube, auch heutzutage würde ich dazu meinen Segen geben und es ist auf alle Fälle nichts, was man jetzt sprengen muss. Heißt, Sie können in Zukunft viel hässliche Glasgebäude bauen, da haben Sie kein Problem mit Herrn Skalecki. Also ich muss es ja nicht schön finden, dieses Alex da an dieser Stelle, aber es ist natürlich ein Ort, wo eine solche Nutzung einfach gut ist und ob sie nun so aussieht für immer und ewig, weiß ich nicht. Schauen wir mal das nächste an. Okay, Alex bleibt stehen, okay? Viel diskutiert, die Bremer Bürgerschaft. Feiert 50-jährigen Geburtstag, ja, jetzt im September, ein Denkmal. Steht unter Denkmalschutz. Neben und zwar Rathaus, zu Recht. Neben Dom. Ja, wohl. Und zwar zu Recht. Ein wunderbares Beispiel dafür, wie man modern bauen kann, wenn man sich integrativ, wenn man sich vorsichtig und sensibel in der historischen Stadt bewegt. Würden Sie zustimmen? Ja, natürlich. Ich liebe dieses Haus, wenn ich jetzt sagen darf. Und es ist natürlich ein Gespräch zwischen dem ganz alten Rathaus, dem ganz alten Dom, der ganz alten Handelskammer und diesem Gebäude. Es erzählt, glaube ich, die richtige Geschichte, aber es war nicht immer geliebt, Herr Skalecki. Ist das ein Beispiel für Architektur, dass es sich tatsächlich auch über Generationen wandelt, dass man beim Bau, ich meine, da gab es echt große Streitereien in Bremen und heute wissen wir, viele Leute lieben es. Ist das etwas, was Sie mitplanen müssen auch, dass der Schock beim Bau bestehen kann, aber in der Zukunft sozusagen ein Gebäude vielleicht von Herrn Skaleckis Nachfolgern dann konserviert wird? Also natürlich bauen wir auch künftige Denkmale, Herr Skalecki. Also jedenfalls wollen wir das schon. Und ich glaube, immer dann, wenn es ganz große Emotionen gibt bei Gebäuden, das ist ja entweder ganz
große Ablehnung oder ganz große Begeisterung. Ja. Dann geht es um einen wichtigen Ort, vielleicht ein ganz wichtiges Thema und die Arbeit an dem richtigen Bild oder einem gültigen Bild. Und darum muss man eine Antwort finden. Das inspiriert ja die, die das auch bearbeiten, die Architekten genau wie die Senatsbaudirektoren. Aber ich habe noch ein ganz kleines Beispiel. Also zum Haus der Bürgerschaft sollte man vielleicht noch etwas sagen. Also es ist schon so, dass man spürt, wenn man den Menschen etwas den Prozess erklärt, wie das entstanden ist und auch die Überlegungen, die da drin stecken, dann verstehen Sie das Gebäude ganz anders und viel, viel besser. Spontan gibt es immer wieder, ich erlebe das auch also heute noch aktuell. Architektur immer Kommentar, immer Erklärung, nein, nicht immer unbedingt, Moderation? Aber nicht unbedingt, aber hier ist es, glaube ich, schon so, dass dieses Gebäude besser verstanden wird, wenn man es auch etwas erläutert, wie der Entstehungsprozess war. Okay, Skalecki, jetzt guck dir das mal hier an und dann reden wir mal, wie wir das erklären. Bitteschön. Und, freuen Sie? Sie auch? Oder schützen Sie den Buzzer? Ich bin auch nicht ganz entschlossen. Also wir reden jetzt von dem Kierkegaard. Ja. Meine Schwiegereltern denken, das ist die Bahnhofstoilette, ja? Domsheide-Toilette. Ja. Erklären Sie mir das doch mal, dieses Gebäude. Warum steht das da? Das ist ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk im öffentlichen Raum. Große Kunst, Frau Reuter? Ja. Also der Künstler ist ein großer Künstler. Hier sitzt ja der Auskenner von Kunst in Bremen. Also insofern. Und ich glaube, die Stelle ist auch eine besondere, weil das markiert einen Ort oder da ist auch noch ein Gewässer drunter. Also Sie können es beide auch nicht erklären eigentlich. Aber Sie buzzern trotzdem nicht. Nein, 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 auf keinen Fall. Also alles, was ein großer Künstler macht, wird automatisch zu großer Kunst. Nein, auf keinen Fall. Das wird nicht so sein. Es ist allerdings so, dass natürlich die Sachen über eine gewisse Zeit eine Wirkung entwickeln. Und ich glaube, es steht vielleicht ein bisschen unglücklich an dieser Stelle. Ja, das kann man so sagen, ja. Aber als Kunstwerk, als solches, warum nicht? Also wir einigen uns auf Umsiedeln. Ja, aber das ist doch eine spannende Frage. Das ist da hingekommen, als man, es hat ja auch was mit diesen Straßenbahnschienen und all dieser Situation zu tun. Und das ändert sich natürlich. Und genau an dieser Stelle, jedenfalls was die Straßenbahn angeht, den öffentlichen Raum, das ist ja immerhin da, wo die Musik gemacht wird in Bremen, da, wo eine Bank ist, wo man um die Ecke kommt, wo man an die Weser kommt, muss man schon dran arbeiten. Und ich habe mir immer gedacht, das wäre ganz gut zu überlegen, wo es hin könnte. Und ich würde ja, wenn das möglich wäre, diesen Künstler auch noch mal fragen. Der hat, glaube ich, damals entschieden, dieses Kunstwerk an diese Stelle zu bauen. Also das ist ja ein Stück weit auch immer ein Gespräch also zwischen Arbeit. Einem Autoren. Macht Sinn. Macht Sinn. Ja. Schauen Sie, Mensch, wir planen die ganze Stadt neu. Wir gucken noch mal ein weiteres Bild an. Da kann ich Ihnen erklären, was mich daran stört. Das ist ein komplettes Wohnsilo, in dem nichts los ist, obwohl es in Stadtnähe ist. Ist das nicht auch eine gigantische Fehlplanung gewesen, der Teerhof? Es ist schade und irgendwie unverständlich, dass da nichts los ist, weil es ist ein wunderbarer Ort eigentlich. Dieser Innenhof hat etwas Idyllisches, also ich verstehe es auch nicht. Sitzen Sie oft in diesem Innenhof und lassen sich die Sonne auf den Pelz scheinen, Frau Reuter? Also so viel Sonne ist da ja nicht an vielen Stellen. Mag auf alle Fälle sein, ja? Ist dieser Innenhof oder dieser Teerhof, das ist ja praktisch außen und innen andersrum. Ja. Komischerweise ist die Straße sozusagen innen und nicht außen. Ja. Und das hat natürlich mit der Lage am Fluss zu tun. Ich stelle mir ja vor, da muss man noch mal ein bisschen weiterbauen an dieser Stelle. Vielleicht muss man das ein bisschen aufmachen. Vielleicht müssen sich da Dinge entwickeln. Jedenfalls hat diese Stelle noch eine Chance. Wollen wir ich glaube, das ist noch nicht zu Ende. Wollen wir weiterbauen? Wollen wir mal ein bisschen so machen, weiterbauen? Ja, so ein bisschen weiterbauen muss man auch mal einmal sprengen hier. So, ja, damit wir wenigstens das Geräusch mal haben. Okay, haben wir auch schon mal ein Thema. Teerhof, weiterbauen. Okay, dann habe ich noch eins. Jawohl. Sie sind aber brutal. Sie sind mutig. Danke. Ich würde auch drücken. Herr Skalecki, warum drücken ja, doch, Sie nicht? Also ich drücke auch. Und zwar. Wow, wir kriegen ein neues Bremen. Ja? Die Lloyd-Passage, weg damit. Warum? Ja, also wenn es heute geplant würde, würde ich mich vehement gegen diese Planung sträuben, weil sie einen Straßenraum überbaut, weil sie ein wichtiges Bauwerk, nämlich das Karstadt-Gebäude, das wir ja vor kurzem auch unter Denkmalschutz gestellt haben, ganz stark in die Mangel nimmt und die Fassade beeinträchtigt. Es ist unglücklich, es ist absolut unglücklich. Und Sie? Diese überdachten Räume, wo man einkaufen soll, sind natürlich einfach gut zu brauchen.
Aber, und das ist jedenfalls das, was ich, seit ich hier in Bremen bin, an dieser Stelle oft merke, da ist dieser alte Stadtgrundriss überformt worden. Und das ist natürlich ein Stück weit auch die Geschichte dieser Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber irgendwie melden sich quasi diese alten Wege und alten Straßenräume immer zurück und an dieser Stelle ganz besonders. Insofern ist da noch ein Thema. Muss man auch nicht explodieren lassen, da reichen ein paar Schraubenzieher, glaube ich, und dann ist das Ding morgen früh weg. Also Korrekturen, würde ich sagen, nicht sprengen. Eine Korrektur hätte ich noch anzubieten. An dem Ding, dem Leuthof, operieren wir seit Jahrzehnten rum. Es funktioniert einfach nicht. Weil es nicht schön ist, weil es schlechte Architektur ist oder warum? Also solche Werturteile fälle ich grundsätzlich nicht. Ich bin kein Architekturkritiker. Wenn es heute auf den Tisch käme, dass es gebaut werden soll, würde ich sagen, nein, also tut uns das bitte nicht an. Und es täte mir auch nicht leid, wenn es eben rückgebaut wird. Muss ja nicht gleich gesprengt werden. Frau Reuter, das wäre doch ein super Ort, also, an dem wir was Schönes bauen könnten. Ah, hier, einmal, das war gedrückt hier. Ja? Ja, Refurbishment kommt da. Also, dass man an dieser Stelle arbeiten muss, das wissen wir ja auch. Und die Frage ist eigentlich nur, was ist der richtige Weg an diesem Ansgari-Kirchhof? Also je länger jedenfalls man an diesem Ort sich aufhält, da ist ja praktisch diese alte Handwerkskammer, das historische Gebäude, dann ist es eigentlich die Ansgari-Kirchstraße. Das ist mehr oder weniger eine ganze alte Straße, die für den Stadtgrundriss wichtig ist. Und irgendwo steht da so ein großes Geschäftshaus und man muss es einfach umwandeln. Schneidet die Stadt ja auch ab. Ja? Es geht ja keiner durch, oder? Da ist die Stadt, die Innenstadt eigentlich zu Ende plötzlich. Man muss an dem Punkt einfach auch sagen, wir haben damals einen großen Fehler gemacht, dass wir das Leutgebäude abgerissen haben. Ne? Und auch die Ansgari-Kirche hätte nach dem Krieg durchaus wieder aufgebaut werden können. So, jetzt würde Skalecki sagen, bauen wir das alte Leutgebäude wieder auf, wie in Berlin das Stadtschloss. Sagen, und Sie würden sagen, bauen wir da mal was anderes hin. Also ich glaube, einfach wieder aufbauen, da dreht man ja die Zeit zurück. Das geht, glaube ich, auch nicht. Aber man kann schon ein Stück weit an dieser Stelle sehen, das ist zwar vielleicht eine bestimmte Ecke dieser Altstadt. Und was das Einkaufen angeht, vielleicht auch noch eine Frage. Aber es ist ein ziemlich zentraler Ort, den man gut erreichen kann. Also da können auch noch Themen ihren Platz finden, über die wir vielleicht noch gar nicht gut nachgedacht haben. Ist in der Nähe von den Wallanlagen, man ist mehr oder weniger auch in der Nähe vom Brill, also ganz gut erreichbar. Und ich glaube, man muss an diesem Ort ein Stück weit arbeiten. Ich habe vorhin noch mal genau auf dieses Bild geschaut mit diesen 3 oder 4 Giebeln. Das ist ja eigentlich ein Motiv, was wir zumindest früher in dieser historischen Altstadt viel öfter hatten. Es ist nur eine Assoziation. Es gab sogar einen Giebelstreit in Bremen, glaube ich. Ja, das ist richtig. Also ich muss noch mal etwas sehr deutlich sagen. Also Denkmalpflege will Denkmäler erhalten, nicht wieder rekonstruieren und wiederherstellen. Also ich habe auch gesagt, und das muss man unterstreichen, wenn das Gebäude, das Leutgebäude heute noch stehen würde und die Ansgari-Kirche trotz ihrer Beeinträchtigungen, das Gewölbe war eingestürzt, würde man heute sagen, das kann man wiederherstellen, das kann man sanieren und das Leutgebäude war kaum zerstört. Da war das Bauamt, das eins der schönsten Stadtplanungsamt war dort drin und hat dort drin residiert, ohne Not ist es abgerissen worden und das würde man heute auf keinen Fall wieder tun. Sie sind einfach zu spät gekommen, Herr Skalecki. So einfach ist das manchmal. Darf ich Sie ganz kurz an den Tisch bitten? Und Frau Reuter, wir machen es uns mal hier auf dem Sofa gemütlich. Ja, bitteschön. Dann gehen wir einmal ins Tête-à-Tête. Machen Sie sich gemütlich. Ich gebe Herrn Skalecki noch ein bisschen was zu basteln, damit er sich nicht langweilt. Setzen Sie sich ruhig. Hier können Sie einmal ein bisschen Ihre Bastelfertigkeiten ausprobieren. Bauen Sie uns doch einfach mal die Bremer Stadtmusik an, Herr Skalecki. Ich unterhalte mich so lange mit Frau Reuter. Und dann komme ich auch zu Ihnen, das geht auch. Wunderbar. Frau Reuter, Sie haben einen unglaublich langen Weg hinter sich. So lang natürlich auch nicht, aber Sie wissen schon, wie ich das meine. Sie wurden in Thüringen geboren, haben lange damals noch in der DDR gearbeitet. War das ein anderes Arbeiten als jetzt im Westen? Also so alt bin ich jetzt auch noch nicht. Ich habe in dieser alten Zeit studiert, in Weimar sozusagen, und habe da Architektur studiert an einer Stelle, die, glaube ich, für Geschichte von Architektur im 20. Jahrhundert besonders ist, Bauhaus. Und habe noch 3 Jahre
Gelegenheit gehabt, dort auch zu forschen, weil ich ehrlich gesagt als Architektin nicht so ganz einfach mir vorstellen konnte, irgendwo in ein Plattenbaukombinat zu gehen und dort Wohnungsbau zu machen in den 1980er Jahren. Sie waren am Institut für Städtebau und Architektur der Bauakademie der DDR, oder? Ja, in Berlin. Mhm. Und was haben Sie da gemacht den ganzen Tag? Das Bauhaus gerettet. Eigentlich haben Sie das Gleiche gemacht wie Herr Skalecki, konserviert. Nein, ich habe mich in dieser Zeit mit Wohngebieten beschäftigt und eigentlich mit Orten in den historischen Innenstädten in Leipzig, in Magdeburg, die verfallen waren. Und ich mich gefragt habe, sind die eigentlich nicht noch gut zum Wohnen? Und die Frage war einfach, wie kann man sie einfach retten? Das hat uns beschäftigt in den allerletzten Jahren. War das eine spannende Herausforderung wahrscheinlich, auch weil so viele Städte schon zerbröckelt eigentlich sind, dass man auch Neues bauen kann? Leipzig hat ungefähr die Größe von Bremen, ist sehr visionär in seiner Architektur, ist deshalb auch ein Magnet für viele Touristen. Da müssen Sie wahrscheinlich gewaltig umdenken, wenn Sie nach Bremen kommen, oder? Also was die Größe angeht, nicht. Was die Größe und was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht. Ich glaube, so ein bisschen ist es hier eine andere Dynamik und vielleicht auch ein etwas anderer Maßstab. In Leipzig gibt es mehr Gründerzeitgebäude, 4- und 5-geschossig. Dafür gibt es in Bremen Bremer Häuser. Das ist, glaube ich, beides sehr spezifisch. Insofern ist es eine Auseinandersetzung mit einer sehr eigenen Architektur oder Wohnarchitektur und Stadt. Struktur. Aber Sie haben in Ihrer Arbeit auch schon bewiesen, dass Architektur tatsächlich auch Magnet für Menschen von woanders her sein kann. Sie haben Ferropolis gegründet, das ist eine Insel, glaube ich, wenn ich das so sagen kann, auf der Eisenkonstruktionen sind. Die haben Sie sozusagen geplant und da sind dann Konzerte von den Ärzten, von Alice Cooper, von Deep Purple gewesen. Die Leute kommen und vermischen Kultur und Architektur und ein Unort wird zum Anziehungspunkt. Das ist doch eigentlich das, was Sie in Bremen auch schaffen wollen, oder? Ja, also Ferropolis, Stadt aus Eisen in den 90er Jahren, das ist die einzige Stadt, die ich wirklich mal richtig planen durfte. Das sind 5 Tagebaugroßgeräte, die größten Maschinen, die je erfunden wurden. Und die sind auf so einer Halbinsel in so einem alten Tagebau platziert worden. Und das Konzept ist übrigens gemeinsam mit dem Bühnenbildner der Rolling Stones entstanden. Das war eine tolle Erfahrung, sich einen Ort vorzustellen, der oder auch mit Objekten, die einfach mal eine andere Funktion hatten und sie umzudeuten und Anziehungsort werden zu lassen für viele, die einfach dann ihre Freizeit da verbringen. Skalecki sagt, in Hemling dürfen Sie alles. Also kommen Sie gern zu uns, ja, und dann bauen wir nochmal ein Ferropolis in Bremen. Wenn Sie unterwegs sind, Sie sind viel unterwegs und zurückkommen in diese Stadt, worauf freuen Sie sich architektonisch am meisten? Also ich freue mich ehrlich gesagt am allermeisten, an den großen Fluss zurückzukommen. Also eigentlich an diese Stadt, in diese Stadtlandschaft. An die Naturarchitektur. Ah, Natur würde ich da nicht sagen. Das ist ja eigentlich so ein Ensemble von graziöser Stadt an diesem Fluss. Mhm. Es ist ein Stück weit eine großzügige Situation. Da komme ich ganz gerne zurück. Aber der Fluss ist eigentlich viel zugebaut hier, oder? Sie sind auch Gartenarchitektin, glaube ich. Also ich bin gelernte Landschaftsgärtnerin, aber Architektin. Ja, okay. Aber dieser Fluss in Bremen ist zugebaut. Ist er wirklich so schön, wie alle sagen? Herr Meurer hat in unserer letzten Talkshow gesagt, naja, wenn Sie 4 Monate auf eine Geburtsurkunde warten müssen, trösten Sie sich, gucken Sie einfach auf die Weser. Ja? Ist es das schon? Also jetzt müssen wir mal einmal hier rausschauen. Ja. Hier ist der Fluss nicht zugebaut. Und ich glaube, eine Stadt am Fluss, die so ein Stück weit eine Silhouette hat, die einfach auch ein Stadtbild, eine Vedute hat, auf beiden Seiten, links und rechts der Weser, das ist ja nicht zugebaut, das ist ja komponiert und entwickelt. Terhof hatten wir eben schon, ja, das war sozusagen die Terhofmauern stehen da, Osterdeich, kann man an der Seite noch gehen, okay. Also Sie freuen sich auf den Fluss, wenn Sie wiederkommen? Auf den Fluss, dann freue ich mich natürlich ein Stück weit auch auf diese Wege durch die Stadt, die dann so unterschiedlich sind, wenn ich also von meinem Ort, also mitten in der Stadt, Bahnhofsvorstadt, wo es ein bisschen ruppig ist, was ich eigentlich manchmal auch mag, weil das irgendwie so ein bisschen toleranter ist als manches andere, dann geht man da durch dieses graziöse Schwachhausen und dann komme ich da irgendwo in meine Fahr, wo ich wohne, wo es übrigens ganz grün ist und die Kontraste wieder bezogen auf die Gebäude höher werden, ja. Also ich mag da jetzt, es ist eigentlich eher so ein Stück weit auch die Vielfalt. Genau. Wir reden gleich nochmal gemeinsam drüber. Auch Sie sollen sich nicht langweilen, wenn ich jetzt mit Herrn Skalecki rede. Bleiben Sie ruhig sitzen, Frau Reuter, wir haben für Sie auch. Sie dürfen uns die Bremer Skyline zusammenbasteln, wenn Sie das in den nächsten 5 Minuten schaffen. Das ist nämlich das Schwierigere von den beiden Puzzles. Herr Skalecki ist schon fertig geworden. Wow! Guck mal hier, liebe Freunde. Hält nicht. Hält nicht, aber
Das ist ja bei vielen Gebäuden so, ne? Man kann es erkennen. Wow. Landeskonservator. Ist das so ein Berufstraum, den man hat, wenn man studiert? Eigentlich, als ich studiert habe, hatte ich das noch nicht als Ziel. Ich wollte eher klassisch Kunsthistoriker, Architekturhistoriker werden und mehr in der Forschung arbeiten. Aber schon im Studium war der Weg dann so ein bisschen vorbereitet, weil ich bei einem akademischen Lehrer studiert habe, der eine Kapazität in theoretischen Fragen der Denkmalpflege war. Und vielleicht hat das auch ein bisschen schon geprägt. Sie wurden in Saarlouis geboren, waren dann lange in Saarbrücken tätig. Die gleiche Frage wie an Frau Reuter. Was hat Sie dann nach Bremen gezogen? Was ist hier möglich, was in Saarbrücken nicht möglich ist? Also über das Saarland möchte ich jetzt nicht unbedingt sprechen. Also die Situation im Saarland war und ist würden Sie nicht, im Saarland über Bremen genauso sagen? Ist nicht das sehr hin? Erfreulich gewesen. Da war es also nicht sehr schwer, sich von der Tätigkeit dort zu trennen. Und es war natürlich auch, sagen wir es ganz offen, auch ein Karrieresprung. Ich konnte Verantwortung übernehmen. Und das war auch mein Ziel. Wir haben ja eine föderale Struktur in der Denkmalpflege. Jedes Bundesland hat einen Landeskonservator, ein Landesamt für Denkmalpflege. Aber auf bundesdeutscher Ebene arbeiten wir zusammen. Und so hat man eben nur eben so die Möglichkeit, auch bundesweit Denkmalpflege mitzugestalten und mitzuprägen. Wir brauchen ja auch Grundsätze. Sie haben Ihre Dissertation geschrieben über die deutsche Architektur zur Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Dissertationsnamen sind immer lang. Mit dem Einfluss Italiens auf das deutsche Bauschaffen. Habe ich es richtig gesagt? Ja. Was hat das mit Ihrem Job heute noch zu tun? Das hat dahingehend etwas zu tun, dass wir ja auch hier wertvolle Renaissance-Architektur haben in Bremen und ich schon behaupten würde, dass ich ein bisschen mich da auskenne mit der Renaissance-Architektur. Allerdings sind natürlich die Aufgaben heute so weit gefasst, dass ich also nicht tagtäglich mich mit Renaissance-Architektur beschäftigen darf. Aber Sie führen schon fast 30 Jahre Krieg in Bremen sozusagen für das gute Alte und Heere. Dabei sind Sie einer, der auch im Kreuzfeuer steht. Es gibt Befürworter, es gibt viele Feinde. Einer Ihrer Lieblingsfreundfeindschaften ist, glaube ich, Herr Dudler, der sehr viele viereckige Gebäude hier in dieser Stadt gebaut hat. Sie haben ihn in einer Schrift angegriffen, worauf Dudler wieder gesagt hat, Dudler Sales, der Sadecki will ja nur mit meinem Namen sein Buch verkaufen. So, jetzt haben Sie das letzte Wort hier. Ja, kann ich nur drüber schmunzeln. Also, ich habe überhaupt gar nichts gegen Dudler Architektur. Ich kenne eine ganze Reihe an hochinteressanten und schönen Bauten von Dudler. Ich habe auch, das muss man einfach klarstellen, ich habe auch nicht Dudler jetzt im Speziellen angegriffen. Ich habe die Frage gestellt, in dieser etwas durchaus polemisch überspitzten Schrift, wir geben jedes Jahr ein Heft unserer Mitteilung des Landesamtes heraus, da habe ich die Frage gestellt, ob diese Stars, Jan, Teherani, Dudler und Ungers, ich habe sie alle vier genannt, oder? Ja. Wenn man googelt, ob sie denn geeignet sind, ob genau diese Leute wirklich geeignet sind, um spezielle Bauplätze bei uns zu bebauen. Es gab ja sie eben sind auch für eine schon Bremer Architektenquote, kann man das sagen? Ich bin auf alle Fälle der Meinung, ohne dass ich jetzt hier der Architektenkammer, da sitzt der Präsident, jetzt nach dem Mund reden will. Ich bin der Meinung, wir haben hier in Bremen hervorragende Architekten. Und es gibt Architekten in Bremen, die sich vielleicht stärker einfühlen können in die Situation. Und das verlangt der Denkmalpfleger. Wir brauchen wir müssen den Genius Lotius begreifen, um zu bauen. Aber warum lassen Sie den Dudler bauen? Warum sagen Sie nicht, Frenz, mach du das doch? Weil der Dudler jetzt zum Teil eben auch von anderen durchaus bestimmt wird und ich ja nicht bestimmen kann, wer irgendwo baut. Ich kann höchstens, wenn es in unmittelbarer Umgebung von Denkmälern ist, sagen, wie er bauen soll. Und Sie das können war jetzt das Leben zur Hölle machen. Ja, guck mal hier, habt ihr gesehen, wie er gelacht hat? Ja, kann er. Das ist macht er gerne. Meine Lieblingsbeschäftigung. Ja, genau. Frau Reuter habe ich gefragt, worauf Sie sich am meisten freut, wenn Sie nach Bremen kommen. Was ist Ihnen ein Dorn im Auge, wenn Sie zurück nach Bremen kommen? Ich hätte die andere Frage lieber beantwortet. Aber das wissen wir von Ihnen ja, was Sie schön finden. Ja. Ja? Ein Dorn. Also es gibt auch in der Innenstadt, in meiner geliebten Innenstadt, es gibt keine Innenstadt, die so einen tollen, dichten, hochinteressanten Baubestand hat. Und da gibt es einige Bauten, die Sie jetzt nicht vorgeführt haben. Da hätte ich sofort auf den Buzzer gedrückt. 1, 2, 3. Das Amtsgericht. Super. Mit der Brücke. Dabei. Mit der Buzzer Brücke. Ja, beispielsweise. Ja, das Siemens-Hochhaus steht an der falschen Stelle, das müssen wir verschieben. Okay, Ja. Ja. Und 3? Ja, wir warnen vorher die Stadtplanung, dass sie räumen kann. 3 vielleicht, vielleicht die KBC-Bank. Wir sehen, Bremen ist
eine gigantische Baustelle. Man fragt sich, warum so wenig gebaut wird. Und das besprechen wir jetzt einfach mal drüben. Herr Skalecki, kommen Sie bitte mit uns rüber. Frau Reuter, wie steht es um die Skyline? Schauen wir mal. Na bitte. Kann man doch schon was erkennen. Ja? Kommt ja bald was dazu. Ich frage mich, seit ich in Bremen wohne, was ist eigentlich der Plan? Ja, also wird hier eigentlich nur wild rumgebaut, mal ein Gebäude hier, ein Dudler da, ein irgendwas irgendwo. Mir ist nicht ganz klar geworden, worum es geht. Und Sie haben eben schon gesagt, die Architektenkammer sollte sowas ja checken. Ich war heute Morgen bei Herrn Frenz und wir gucken uns mal an, was der gesagt hat. Herr Frenz, ist Bremen eine gute Stadt zum Bauen? Ja, finde ich schon. Warum? Weil man hier gemeinsam mit allen Beteiligten abgestimmte gute Projekte erzielen kann. Es gibt viele Städte, nehmen wir Hamburg mit der Elbphilharmonie, die sagen, so, wir setzen hier eine Landmark, wir bauen hier was, was in jeder Zeitung steht und die Leute sollen da kommen, reingehen und den Tourismus fördern. So ein Gebäude haben wir in Bremen nicht. Warum? Das weiß ich auch nicht. Würden wir es gern haben? Ja, ich könnte mir einige Dinge könnte ich mir vorstellen, wo es dann nochmal einen besonderen Aspekt gibt, wo man auch da nochmal Anziehungspunkte schafft. Ich glaube, in Bremen ist es eher so, dass die Gesamtheit der Anziehungspunkt ist. Also viele Bremen-Menschen kommen nach Bremen, weil sie mit Bütscherstraße, mit Marktplatz dieses Ensemble erleben wollen. Und viele Menschen kommen auch her, junge Leute, die Qualitäten in den alten Wohnquartieren, Bremer Häuservierteln sehen. Und das sind ganz spezielle, spezifische, einmalige Dinge, die es sonst in Deutschland nicht gibt. Zeig mir deine Architektur und ich sag dir, was für eine Stadt du bist. Wenn ich Bremen angucken würde, würde ich sagen, vorsichtig, zurückhaltend, langweilig. Ich würde sagen, das ist eine lebendige Bürgerstadt. Was heißt das? Der Bürger entscheidet mit, ist für Großprojekte in der Architektur nicht immer wirklich förderlich, oder? Nee, das heißt, dass letztendlich Bremen als eine freie Bürgerstadt entwickelt wurde bzw. gelebt ist und das lebt man immer noch. Es ist keine Residenzstadt, wo früher irgendwelche Kurfürsten Highlights gebaut haben, sondern hier hat die Stadt konsensual als Gemeinschaft kollektiv was aufgebaut. Also es geht bei Bremen nicht um Fassaden, sondern um das Understatement, um das Innen? Ja, die Inhalte und das Understatement, das ist bremisch, ja. Das heißt, man muss sozusagen Bremen erst auf dem zweiten Blick erkennen? Das ist sowieso das Schönere. Nicht das Vordergründige, sondern das Subtile entdecken. Herr Skalecki und Frau Reuter werden heute sagen, okay, dafür, dass der Frenz uns ein Interview gegeben hat, kann der bauen, was der will. So, Sie haben jetzt eine Nacht Zeit zu schlafen und dann kommen Sie zu den beiden und sagen, hier, das ist mein Plan. Was wollen Sie unbedingt in dieser Stadt bauen? Oh, das ist eine gute Frage. Das würde ich jetzt so, könnte ich nicht so auf... Nicht mal Herr Skalecki wird meckern. Nicht mal Herr Skalecki wird meckern. Wir können den Dom abreißen. Nee, ich glaube, so aus spontan könnte ich das nicht sagen. Was mich da jetzt nochmal ergänzend, den Dom würde ich sowieso nicht abreißen, weil ich diese Innenstadt liebe. Ich würde vielleicht einige Dinge noch subtiler und feinfühliger in der Hafencity bauen. Da finde ich manche Dinge zu vordergründig und austauschbar. Und wenn Sie nach Hamburg fahren oder nach Düsseldorf oder wie auch immer, das, was dort steht, ist ja auch hier abgeladen worden. Und ich finde, manchmal könnte man da noch differenzierter auf die Orte schauen, um gerade das spezifisch Bremische einmalig herauszuarbeiten. Viele Fragen. Fragen sollen auch Sie, das habe ich eben vergessen. Wir haben ein Jenga-Spiel mit vielen Einzelteilen. Da wird ein Turm draus gebaut. Ich gebe das einfach mal rum. Da sind zwei Stifte drin. Schreiben Sie Ihre Fragen an die beiden einfach auf die Steine, immer wieder einen neuen. Und wir werden nachher Ihre Fragen ziehen. Bremen, eine Stadt des Understatements. Man muss auf den zweiten Blick gucken. Eine Bürgerstadt. Frau Reuter, ist das so und macht das überhaupt Spaß? Also Understatement macht Spaß, inspiriert, aber es gibt ja so ein Stück weit immer auch das Maß an Understatement und sich damit auseinanderzusetzen an bestimmten Stellen, das hat ja Herr Frenz auch gesagt, ist ja dann auch eine Frage, wo setzt man mal einen Punkt oder ein Zeichen. Und weil das aber mit diesem Understatement passiert, muss man sich das ganz genau überlegen und alle gucken auch sehr genau hin und dadurch bekommt das vielleicht sein besonderes Maß, ja. Sind Sie auch der Bewahrer des Understatements? Ja, unbedingt. Ich finde, das ist das, was Bremen ausmacht und prägt. Und wir brauchen keinen Hype, wir brauchen keine Eventarchitektur, die ständig ausgetauscht werden muss, weil sie nach 10 Jahren schon wirklich nicht mehr geliebt wird.
Wir haben eine ganz solide Entwicklung in der Architektur über viele Jahrhunderte, 1200 Jahre Baugeschichte in dieser Stadt. Die wirkt auch auf die Besucher. Die Touristen kommen nach Bremen, weil sie diese Stadt interessant finden, weil sie sie schön finden, ohne dass wir irgendeinen schrillen Bau irgendwo stehen haben, schon gar nicht in dem, im Kernbereich. Frau Reuter, wir brauchen keine Eventkultur? Also irgendwie finde ich das ein bisschen sehr einseitig, Herr Skalecki, also mit dem Thema Event. Wenn ich mir jetzt einfach einige historische Gebäude anschaue, die in ihrer Zeit, als sie gebaut wurden, wirklich besonders waren, und da gucke ich wirklich auch auf ihre Denkmale, sind das nicht nur die, die immer ganz diszipliniert waren. Also so eine Baumwollbörse war ein Statement Anfang des 20. Jahrhunderts, und die haben diese Fassade zweimal geändert, die Eigentümer. Erstens mal sie runtergefahren und die Kommode, also sozusagen unsere Wasserkunst, oder wenn Sie sich einfach auch dieses großartige Hochhaus von Alba Aalto anschauen, das war mehr oder weniger mal geplant für ein Hansaviertel in Berlin, ist hier entstanden. Das ist keine Eventarchitektur gewesen, das ist funktionale Architektur, aber warum reden Sie dann immer von Eventarchitektur? Die gestaltet wurde. Aber es ist schon klar, dass man Statements setzen wollte. Also so eine umgedrehte Kommode, nehmen wir das mal so als Monolith in der Landschaft, da wollte sich schon jemand, nicht nur sich, sondern auch der Architektur, ein Denkmal setzen und ein Ausruf. Also nein, da kann ich ja nicht dran vorbeigucken. Nein, das war nicht so. Es ist ein reiner Funktionsbau. Nur Funktionsbauten hat man in dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, eben einfach nicht nur nüchtern hingestellt, sondern sie haben Dekor bekommen. Aber das hat ja dann die irgendwann vier oberen Zinnen da, die könnten wir dann ja wegsprengen. Die haben keine Funktion. Ja, die sind Dekor. Die sind Dekor, um den reinen Funktionsbau nach außen hin ansehnlicher gelten zu lassen, dastehen zu lassen. Das ist aber verloren gegangen. Dieses Gefühl, dass man eben Architektur auch etwas schmücken kann. Okay, jetzt sind wir schon mitten im Richtungsstreit. Den führen wir gleich nochmal fort. Ich würde gerne trotzdem nochmal einmal auf die Grundvision. Was ist eigentlich die städtebauliche Grundidee Bremens? Können Sie mir die zusammenfassen? Darf ich darüber sprechen? Ist ja, mein Job. Also die städtebauliche Grundidee kann man nicht in einen einzigen Plan stecken. Wir haben natürlich für die gesamte Stadt Bremen einen Plan, gerade letztes Jahr gemacht. Da geht es aber erstmal nur um die Flächennutzung. Das ist relativ abstrakt. Aber es gibt bezogen auf die Innenstadt, und damit meine ich nicht nur die Altstadt, sondern tatsächlich ist da ein Prozess gewesen in den letzten 10 Jahren, die Bahnhofsvorstadt, im Grunde genommen der gesamte Bereich des Promenadenrings auf der einen, aber auch der anderen Seite der Weser, für diesen Raum tatsächlich ein Stück weit zu denken. Wir haben die Überseestadt als einen Entwicklungsbereich, der ist mehr oder weniger 3 Kilometer lang. Da gibt es unterschiedliche Positionen, aber da gibt es durchaus eine städtebauliche Haltung und eine Idee, die dahinter steckt. Wir kommen gleich auf alle diese Stadtteile nochmal zu sprechen. Also wenn ich das richtig zusammenfasse, korrigieren Sie mich, wir wollen von innen nach außen bauen. Wir wollen sozusagen das Zentrum als Kern nehmen und sozusagen die Stadt anschließen. So ist ja Bremen im Prinzip auch entstanden. Bremen ist keine Planstadt, sondern Bremen ist eine gewachsene historische Stadt, die sich seit dem 8. Jahrhundert in jahresringähnlichen Erweiterungen nach außen hin vergrößert hat. Das ging mit dem Dom los, dann hat sich der Marktplatz erweitert, dann haben wir die erste mittelalterliche Umbauung gehabt, die immer noch ihre Strukturen deutlich im Straßenbild erkennbar hält. Und dann ging es eben nach der Öffnung, dann im 19. Jahrhundert, nach der Industrialisierung, weiter nach außen, in die Stadtteile hinein. Also jahresringmäßig ist diese Stadt ohne detaillierte Planung entstanden, ohne einen großen Plansatz. Natürlich sind Quartiere dann schon durchdacht worden und Straßengeführte sind angelegt worden, planmäßig angelegt worden. Aber insgesamt ist Bremen eine Stadt, die 1200 Jahre Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Und so soll es weitergehen, Frau Reuter? Ja klar, die Geschichte wird immer weitergehen und auch die Zukunft ist ja noch lang, wenn man von heute zumindest schaut. Aber Herr Skalecki, es ist ja nicht bloß die historische Innenstadt entstanden. Ich meine schon, dass im 20. Jahrhundert Bremen bezogen auf die Dynamiken von Entwicklung auch nochmal Wachstumssprünge hatte. Also Hemelingen ist dazugekommen, Bremen Nord ist dazugekommen. Im Grunde hat sich die Stadtfläche verdoppelt in dieser Zeit und es sind auch nach dem Zweiten Weltkrieg große Siedlungen in der Fahr und auch im Süden von Bremen entstanden. Das ist auch Bremen und das ist auch die historische Entwicklung von Bremen. Das ist ja kein Widerspruch. Und ich meine, dass das auch alles Schauplätze
von Entwicklung sind, für die wir übrigens auch Pläne haben müssen. Aber da wird es für mich zum Beispiel problematisch. Ich bin jetzt am letzten Wochenende mit meiner Familie spaßeshalber mal durch diese Überseestadt gegangen und ich wusste gar nicht, wo ich da eigentlich hingehen soll. Ich war beim Weser-Tower und dann gehe ich durch die Walachei, dann kommt irgendwo dieses Hafenbecken. Da waren am Samstag um 2 einige Restaurants, die waren aber pippepappe leer. Einige haben schon wieder aufgegeben. Dann gehe ich wieder durch die Walachei. Walachei heißt für mich, es gibt kein Angebot. Und dann kommt ein Wohnhaus, ich weiß nicht, ob sozialer Wohnungsbau oder was weiß ich was ist, ganz viele Deutschland fahren da drauf, dann kommt der Fruchthof und weiter bin ich nicht mehr gegangen, weil da ist mir der Spaß vergangen. Diese ganze Überseestadt, ist dies nicht eine gigantische Fehlplanung? Nein. Ehrlich gesagt, wir haben ja Leute, die das antworten. Jetzt haben Sie doch einfach mal ein bisschen Geduld, wenn Sie vor 15 Jahren da gegangen wären, wäre da noch eine ganz andere Situation gewesen. Tatsächlich diese Entwicklungen nicht. Sie müssen einfach bei einem so großen Areal ein Stück weit auch Geduld haben. Und zu anderen Tageszeiten, beispielsweise nicht am Wochenende, arbeiten da eine ganze Menge Leute. Und wenn Sie hinter diesem Fruchthof, ich meine, Sie haben wahrscheinlich den Schuppen 1 und den Schuppen 3 gemeint, noch ein Stück Geduld gehabt hätten, ein Stück weiter sozusagen, dann wären Sie am Großmarkt vorbeigegangen, dann wären Sie an einem neuen Park, wo eine ganze Menge junge Leute skaten und dann kommt da eine Straße, die heißt Commodore Johnson Boulevard, da entstehen ganz viele Wohnungen und wenn Sie dann noch weitergehen, ich mache es jetzt wirklich bis zum Schluss, kommen Sie zum Molenturm, ist übrigens ein kleines Denkmal und dann erleben Sie die Skyline von diesem alten Hafen. Ist ich habe nicht also dabei gefragt. Im Prinzip muss ich Frau Reuter da zustimmen. Sie müssen noch ein bisschen Geduld haben. Als ich nach Bremen kam, Ende 2001, da war dort gar nichts. Da war keine Maus auf diesem ganzen Gelände. Und es bestanden Visionen zwar, was aus dem Gelände entstehen kann, aber es war nichts los. Und ich finde, dass in diesen 10, 12, 14 Jahren sich unglaublich viel entwickelt hat. Und da hat die Geschichte einen deutlichen Anteil an dieser Entwicklung. Wir haben auf dem sehr großflächigen, fast 300 Hektar großen Areal, haben wir 17 Industriedenkmäler, 17 Hafendenkmäler. Und diese Hafendenkmäler waren die Motoren dieser ganzen Entwicklung. Die haben das ganz erheblich nach vorne gebracht, weil nämlich die Nutzer gespürt haben, da hat es, wir nutzen in der Denkmalpflege dafür so einen Begriff, der nennt sich Industrial Chic. Ja, das hat sich da durchgesetzt, weil es einfach interessante Orte waren. Und dann kam da sollen das die Mover Leben und Shaker auch durch Neubauten. Dann kam, tun Sie aber dann nicht, kam die Stadtplanung und die neue Architektur dazu und hat es ergänzt. Ich finde, hier und da gibt es Orte in der Überseestadt, die könnte ich mir auch anders vorstellen. Ein Kritikpunkt von Ihnen ist schon der Weser-Tower, so wie es anfängt. Der ist Ihnen viel zu hoch und den finden Sie, der verschandelt das Ding. Für mich ist das Ausrufezeichen, kommt mal her und geht mal hin, hier geht es noch weiter. Der Weser-Tower, den kritisiere ich vor allen Dingen, weil er zu dicht an der Altstadt steht, nicht weil er in der Überseestadt steht. Wenn er nur ein paar Meter weiter stehen würde oder an einem etwas anderen Punkt, dann wäre das eine ganz andere Situation. Wir haben vorhin das Siemens-Hochhaus angesprochen. Brauchst du einen stadtteiligen Ausrufezeichen, um überhaupt mal reinzukommen? Es gibt Blickachsen, es gibt Sichtbezüge, die wichtig sind. Und aus der historischen Stadt heraus, die Hauptverkehrsachse war die Obernstraße, da sah man St. Stefani. Ist schon klar, aber der Weg dahin ist ja auch schon nicht so leicht zu finden. Deshalb brauche ich ein Ausrufezeichen am Anfang der Überseestadt? Ja, ich glaube, Herr Skalecki, zwischen der Altstadt, auch Stefani, und der Überseestadt, auch der Stelle, wo der Weser-Tower steht, ist erstmal ein riesiges Verkehrsbauwerk und eine Brücke. Das ist eine Zäsur und ein Stück weit ist natürlich ein solch großes Bauwerk auch erstmal ein Maßstab, sich diesen Stadtteil, auch diesen veränderten Stadtteil zu erschließen. Also mehr oder weniger sind es auch die Landmarks. Und dann ist der Weser-Tower der erste Step. Dann geht man ein Stück weiter, dann gibt es den Landmark-Tower und wir werden auch noch weitere solche Meilensteine im wahrsten Sinne des Wortes haben müssen. Ich frage mich, ob Bremen nicht viel zu klein für ein so großes Areal ist, was zu bebauen ist. Also ich soll da wohnen, ich soll da leben, ich soll da arbeiten, ich soll mir die Lage am Wasser genießen. Aber es ist unglaublich lang. Sie haben es eben schon gesagt. Wie viele Kilometer sind es? 3, 3,5, 4? Also wenn man von ganz vorne sozusagen, von der Stelle, über die wir gerade gesprochen haben, bis ganz hin sind es etwa 3 Kilometer. Ja. Wer soll da alles hin? Ist Bremen nicht, hat Bremen die kritische Masse überhaupt, einen so großen Stadtteil neu zu erfinden und zu beleben? Also der große Vorteil von dieser Überseestadt, übrigens vielleicht auch ein bisschen im Kontrast zur Hafen City, ist, dass wir dort immer noch Produktion haben an verschiedenen Stellen. Also die Nachbarschaft von Wohnen und Arbeiten auf neue Weise dort auch entsteht. Denn neben dem Fruchthof will ja eigentlich keiner wohnen. Ein Stück da weit in der Nähe schon. In der Grundidee der Überseestadt weiß ich, da rackern die LKW durch. Da gibt es aber ein
Das ist der große Vorteil, eine ganz lange Wasserfront, also sozusagen ein Hafenbecken, dann nochmal ein Stück auch Flussraum, also Flussufer. Und das sind natürlich attraktive Orte, um dort zu wohnen. Und ein Stück weit entwickelt sich die Überseestadt genau an dieser Stelle. Und sie braucht so ein bisschen Tiefe in Richtung Walle und Gröpeling. Ich bleibe bei meiner Frage und stelle sie nochmal. Glauben Sie, dass Bremen die kritische Masse hat, um so eine Überseestadt wirklich zu füllen mit Leben und Menschen? Also das ist jetzt nicht unbedingt mein Thema, aber ich gehe davon aus, dass wir das auch erreichen werden. Wenn die Entwicklung nur halbwegs so voranschreitet, wie sie eben in den letzten 12 Jahren sich dort gezeigt hat, dann wird das eintreten. Und ich finde das natürlich auch gut, dass sich da etwas tut, dass sich da etwas getan hat. Und ich will nochmal unterstreichen, dass also gerade diese historischen Bauten dort ganz wichtige Impulsgeber waren und das Ganze ins Laufen gebracht haben. Und wir hoffen ja auch auf weiteres Wachstum für Bremen und wir hoffen ja auch auf Zuwachs, Zuwanderung. Insofern bin ich schon guter Dinge, dass die Überseestadt sich auch in weiteren 10 Jahren bis zum Ende gefüllt hat. Okay, lass mal die Überseestadt so stehen. Für mich ist das noch, also ich warte, okay? Ich warte bei allen Gästen, die wir bis jetzt hatten. Bei Marco Bode warte ich, dass Bremen wieder irgendwie unter den Top-Vereinen ist. Bei Herrn Neurer warte ich noch auf meine Geburtsurkunde und bei Ihnen warte ich jetzt halt, dass die Überseestadt leben wird, ja? Aber was ich interessant finde, für mich ohne großes planerisches Zutun entwickelt sich ein Stadtteil wie die Neustadt allein durch die Menschen, die da leben. Kann man das planen, wo Menschen sich wohlfühlen und wo nicht und wo urbanes Leben entsteht? Ich finde, die Neustadt wird sozusagen so langsam echt zur Konkurrenz für Steintor. Also die Neustadt hat ganz genau ganz viele Begabungen, interessant zu sein als Wohnstandort mitten in der Stadt. Das liegt einfach daran, dass sie so zentral ist, dass sie diese historischen Baustrukturen hat, dass sie vor allem auch diese Mischung hat, Mischung auch an Nutzungen. Und ein Stück weit hat sie auch ein paar Adressen, die gut sind, so Anziehungskraft zu haben. Da ist eine Hochschule mit 8000 Studierenden und es ist auch ein Kontakt immer zum Fluss möglich. Also die Neustadt ist in der Tat auch die andere Seite der historischen Innenstadt. Und ich glaube, dadurch ist sie auch so ein historischer Ort und hat so eine Tiefenschärfe, das zieht die Leute auch irgendwo an. Ne? Jede Stadt hat Wanderungsbewegungen und so wie eben zunächst einmal das Viertel sich entwickelt hat und in den 70er Jahren von Studierenden, von Studenten und Jungen bevölkert wurde, die jetzt ein bisschen verdrängt werden, aus dem Viertel raus, sie gehen in die Neustadt. Das sind ganz normale Prozesse, die finden wir in Berlin ganz genauso, wo bestimmte Stadtteile ohne Zutun der Architekten, lustigerweise, und ja, der Städteplaner, oder? Also ganz ohne Zutun geht es, glaube ich, nicht. Also man muss sich schon um bestimmte Dinge kümmern, die jetzt nicht bloß Häuser bauen bedeutet, aber vernünftige Verkehrsanbindungen, vernünftige Freiräume, vernünftige Radwegverbindungen und so weiter schon. Und das eine oder andere erneuert sich dann einfach auch in den Beständen, ist einfach nicht so großflächig. Wie lange muss ich denn auf ein neues Hemelingen jetzt warten? Ich habe schon gesagt, ich wohne da gleich hinter. Coca-Cola geht weg, Königke geht weg. Eigentlich ein Eldorado für Stadtplaner. Wie lange warte ich? Naja, wenn Sie sich die Überseestadt angucken, hat man da irgendwie auch eine Generation gebraucht, aber das braucht man eben auch an einem Ort, wo praktisch viele Nutzungen verschwinden. Solche großen Flächen entwickeln sich nicht über Nacht. Aber wenn man die Entwicklungen im Viertel anschaut und wenn man weiß, dass eigentlich auch Hastedt ziemlich attraktiv ist und dann wandern so ein Stück weit diese Interessen einfach auch in Richtung Hemelingen und insbesondere diese Ecke von Könnecke, das ist ja quasi auch der Auftakt, ist schon ein interessanter Ort, ist auch so eine Schnittstelle, kann man mit vielen verschiedenen Verkehrsmitteln ganz gut hinkommen. Also das ist wahrscheinlich so eine Art, sagen wir mal, noch Geheimtipp und vielleicht auch Entwicklungspotenzial. Das heißt, jetzt investieren. Da gibt es aber noch ein großes Problem, weil das sind private Grundstücke. Die Stadt will nicht ankaufen. Herr Skalecki, Sie haben immer gesagt, diese privaten Investoren verschandeln viel. Ist es nicht nötig, dass dort auch privates Geld fließt, um überhaupt was zu bauen und dass man auch Zugeständnisse beim Bauen machen muss? Ja, aber selbstverständlich. Ohne private Investoren geht gar nichts, auch in der Denkmalpflege, auch in der ganz normalen klassischen Denkmalpflege. Und das ist ja auch eine Formulierung, die mir in den Mund gelegt wurde. Ganz im Gegenteil, wir müssen differenzieren. Es gibt jetzt
deutschlandweit, europaweit, weltweit Tendenzen, weil sehr viel Geld in solche Assetfonds reingeht, in Immobilienentwickler, wo Investoren ihren Kunden, ihren Geldanlegern große Rendite versprechen. Und die gehen in der Regel nicht so sensibel mit einem Ort um, weil ihnen der Ort egal ist. Sie bauen irgendwo. Sie kommen aus Amerika oder sonst irgendwo und bauen irgendwo, die interessieren sich nicht für den Ort. Auf der anderen Seite gibt es dann Investoren, die sehr wohl einen Bezug zu dem Ort haben und die diesen Ort auch schätzen und ihn positiv entwickeln wollen. Genau mit diesen Investoren müssen wir gemeinsam arbeiten. Ohne Investoren können wir auch keine Denkmalpflege betreiben. Finden Sie diese Investoren zum Beispiel für einen Ort wie Hemeling? Da wird es nicht in jedem Falle sehr einfach sein und die Frage, was dort investiert wird und auch für welche Nutzung die Orte geeignet sind, ist sicher unterschiedlich. Wir reden bei Hemeling ganz gewiss nicht nur von Wohnungen. Wir brauchen im Grunde genommen auch neue Arbeitsplätze. Ich glaube, das ist übrigens für Bremen ein wichtiges Thema, sich auch nach diesem Industriezeitalter zu fragen, was sind eigentlich die gewerblichen Grundlagen, was ist die wirtschaftliche Basis. Wollte man ja schon, Medienstadt, ne? Ja. War in der Überseestadt. Und dafür ist natürlich ein solcher Standort auch geeignet. Irgendwo müssen auch solche Nutzungen ihren Platz haben. Und trotzdem kann man sich das stärker gemischt auch vorstellen. Wir haben ja auch noch andere ganz wichtige und ganz interessante Quartiere. Und da ist es halt immer das Problem, Lage, Lage, Lage. Bremen Nord, Blumenthal. Ganz hochinteressantes historisches Industrieareal, wunderbare, interessante Stadt, die mit der Industrie dort gewachsen ist. Sehr viel interessanter Altbaubestand, ganz viel denkmalgeschützt auch inzwischen. Aber es tut sich natürlich nur sehr langsam. Aber da haben Sie auch mitverhindert, oder? Also Hadi Terani wollte in Bremen-Nord was bauen. Das wäre sozusagen eine Aufwertung des Standorts geworden. Waren Sie nicht einverstanden, oder? Aufwertung? Finde ich schon. Habe ich nicht so empfunden. Also in Köln hat er jedenfalls großartige Projekte gebaut. Da stand ich auch nicht allein mit der Kritik, dass das für Fegesack nicht unbedingt eine Aufwertung bedeutet. Also weiter Backstein. Das muss nicht immer Backstein sein, aber warum nicht? Das ist ein traditionelles, das bitte als Überschrift nehmen. Es muss nicht immer Backstein sein. Konservatives Material, das Bremen geprägt hat. Das ist ja ganz kurios. Da muss man jetzt einen kleinen Exkurs einfach mal machen. Bremen ist ja eigentlich gar keine Backsteinstadt im Gegensatz zu den anderen Hansestädten. Bremen ist eine Stadt, die immer sehr, sehr viel Geld hatte und sehr günstige Bezugsbedingungen hatte, um Sandstein, Wesersandstein zu haben. Erst im 20. Jahrhundert ist Bremen zur Backsteinstadt geworden. Und dieses Material ist eigentlich ein ortstypisches Material und ein Material, das auch Identität stiften kann. Also warum soll man das nicht auch beim Neuer Architektur einsetzen? Lieber Herr Skalecki, Sie sind der Landeskonservator und Sie können gerne über die Geschichte von Materialien etwas sagen. Aber ich finde schon ein Stück weit schwierig, wenn dann jemand, der für die Geschichte zuständig ist, für die aktuelle und die zukünftige Architektur Vorschriften macht, was dort zu tun und was dort vielleicht auch zu lassen ist und welche Materialien da eigentlich benutzt werden sollen. Ich glaube, das ist ein Stück weit auch nicht zulassen, dass neue Architekturen entstehen. Und da müssen wir uns dann schon auch über unsere Rollen nochmal verständigen. Ja, aber wenn dieses Bauwerk eben neben einem Denkmal steht, und dann habe ich sehr wohl etwas dazu zu sagen. Und dann, das ist schon diese Königsreichgeschichte, ne? Das ist ja immer. Aber um das Objekt, um das es ging, habe ich. Und Herr Skalecki, jetzt erzählen wir die Geschichte wirklich auch mal ganz zu Ende. Es ist ein historischer Ort, das alte Vulkanareal. Es ist mehr oder weniger das Bürogebäude. Es steht nicht unter Denkmalschutz. Es ist sozusagen nicht Ihr Denkmal. Das stand aber in der Nähe, und das habe ich zumindest so empfunden und habe das auch aus den alten Fotos gesehen, und das waren übrigens auch die letzten Tage, die ich da selber, als ich in Bremen hier ankomme, noch sehen konnte. Da stand ein Riesenkran, der alte Vulkankran, im Grunde ein großes Objekt, mitten oder ganz in der Nähe von diesem Ort. Und es ist ein Ort gewesen, der sehr emotional, glaube ich, für die Fegesacker, möglicherweise für viele Bremerinnen und Bremer, und sich mit diesem Ort auseinanderzusetzen, also auch im Sinne eines zeichenhaften Ortes, finde ich wichtig und fand ich wichtig. Und es war der Architekt Hadi Terani, der zum Beispiel in Köln die Krangebäude gebaut hat, diese großen Glasgebäude am Rhein, was dann nicht gewollt wurde. Jetzt in Fegesack das Gebäude, ja. Es gab einen Prozess, einen Diskussionsprozess. Es gab ja auch Alternativen, die wir diskutiert haben. Es waren wunderbare Entwürfe von Terani auch dabei, die eben kein Hochhaus an dieser Stelle vorgesehen haben. Das waren Entwürfe, die mir
mehr zugesagt haben, weil sie Bezug nehmen einfach auf die Landschaft auch. Fegesack ist eben nicht urban. Fegesack ist einfach ein ländlicher kleiner Stadtteil. Und dort ein Hochhaus zu bauen, haben wir schon mal vor einigen Jahren gemacht an der Kroner Düne. Und wie das aber aussieht. Na gut, die Kroner Düne ist, glaube ich, etwas ganz anderes. Also das finde ich jetzt auch, das finde ich auch nicht in Ordnung, da ein Stück weit die Situation zu verwechseln. Ich glaube, ich meine nicht, dass wir jetzt im Grunde genommen nochmal wieder über dieses Projekt direkt sprechen müssen. Aber was ich jedenfalls verstanden habe aus dieser Diskussion ist, dass es durchaus ein sehr urbaner Ort ist, dieses Fegesack. Da, wo so ein Stück weit große Industrie und große Industriegeschichte auch mit großen Objekten ist, das ist kein ländlicher Ort, Herr Skalecki, wirklich nicht. Ich würde es jetzt hier mal offen stehen lassen, weil ich glaube, die Punkte sind klar. Gucken wir mal einmal, was andere Städte machen. Nehmen wir nur mal ein einziges Beispiel. Jedem bekannt, gucken wir einfach mal das Foto. Hamburg mit seiner Elbphilharmonie ist ein Wahrzeichen, war umstritten, ist heute, glaube ich, schon ein Klassiker. Warum baut Bremen sowas nicht, Herr Skalecki? Sagen Sie nicht, weil wir keine Elbe haben. Ja? Das müssen Sie mich nicht fragen. Es gibt einen Liebeskind-Entwurf für ein Konzerthaus. Wir haben aber eine Glocke und die ist ja auch nicht schlecht. Ja, die haben auch eine Lieshalle. Ja. Ja, also das hat die nicht gestört. Wir haben schon gehört, bürgerliche Stadt, zur Hälfte von Bürgern bezahlt dieses Haus. Die Leute wollen sowas. Und das funktioniert. Dann müssen Sie die Bremer fragen, ob sie ein Konzerthaus wollen. Wie gesagt, es gibt Pläne, die liegen in der Schublade. Die sollten in der Überseestadt entstehen. Dieses Gebäude sollte in der Überseestadt entstehen. Warum nicht? Holen wir die Pläne raus? Also Pläne sich immer mal noch mal anzuschauen, finde ich erstmal spannend. Man kann auch neue machen, dass eine so große Stadt wie Bremen und auch eine Bürgerstadt wie Bremen, auch eine, die Kultur auch braucht, die auch eine kulturelle Tradition hat, auch neue kulturelle Orte braucht, ist doch klar. Vielleicht ist das noch nicht unsere Aufgabe, Herr Skalecki, aber wir sollten es in jedem Falle nicht ausschließen und ein Stück weit an die Orte schauen, wo tatsächlich auch solche Nutzungen oder solche Adressen gut sind für diese Stadt. Und das sind nicht so sehr viele. Und ich glaube, die alten Pläne zeigen ja immer, dass man schon mal über diese Orte nachgedacht hat. Ich finde diesen Abend immer besser. Wir wissen schon, was wir abreißen, wir wissen, was wir neu bauen wollen, wir wissen, was wir rausholen. Es wird in Bremen schon viel gebaut. Ich habe heute Morgen selbst mal angepackt und das gucken wir uns schnell mal an. Wir stehen hier am Bahnhof von Wegen Absacken. Hier wird schon gebaut und zwar dieses Gebäude. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, aber wir wissen nicht so genau, wie schnell die Jungs sind. Und da wir hier Weserkurier-Einsatz in vier Wänden sind, werden wir doch einfach mal ein bisschen mithelfen. Ja, Baujacke an und los geht's. War gar nicht so leicht, freie Baufläche in Bremen zu finden, aber Bob the Builder schafft alles. Und wir legen einfach mal los. Aber vorher fragen wir noch, was die Bremer eigentlich von ihren Gebäuden denken. Das Ding hier, ne? Soll hier gebaut werden, ja. Da, wo jetzt die Baugrube ist. Mhm. Sagen Sie mal, finden Sie es schön? Ja, finde ich gut. Es war was Modernes. Sie finden, Bremen braucht mehr Modernes? Ja. Das ist gut. Und das ist für Sie modern, weil das viereckig ist? Ja. Nee. Also irgendwie, es ist schon so vollgestellt. Das ist zu viele Gebäude, finde ich. Also du findest, es muss Raum bleiben? Ja. Oder irgendein schönes Wahrzeichen wie das. Bremer Stadtmusikanten in 20 Meter Höhe. Ja, irgendwas Schönes, aber so überall Hotel, überall so Gebäude ist, finde ich nicht mehr schön, so überfüllt. Naja, das ist natürlich ein Klotz, aber viele Geschäfte können da rein und vielleicht viele Arbeitsplätze werden da geschaffen. Also von Ihnen abgesegnet? Ja. Okay, Jungs, weiterbauen. Kühn und Nagel, das ist die nächste große Baustelle. Einmal abreißen, bitteschön, und ein Neubau. Hier an der Weser könnte eigentlich die Bremer Weserphilharmonie entstehen. Stattdessen wieder nur ein viereckiger Klotz. Sagen Sie, diese Bürgerschaft, finden Sie die schön oder nicht? Die Zeiten sind vorbei, dass man sowas schön findet. Ich werde es überholt. Also abreißen? Abreißen denke ich auch nicht. Das wird zu teuer für die Bürgerschaft. Ist das ein schönes Haus? Würde ich sagen. Allmählich. Es wird. Sozusagen mit Ihrem Alter wächst die Schönheit. Das auch. Ja? Was haben Sie denn gedacht, als es gebaut wurde? Passt denn nicht rein hier. Und jetzt? Jetzt hat sich das gut eingegliedert. Kann sich alles schön trinken eigentlich, ne? Das auch, ja. Wo kommen Sie her? Aus Köln. Aus Köln? Ja, da steht ja nur so ein doofer Dom rum, ne?
Och, ob er doof ist, weiß ich nicht. Ist aber schon etwas älter und wird gut gepflegt. Sie machen hier eine schöne Party unter der Bürgerschaft. Haben Sie das Haus schon mal von vorne angeguckt? Die gucken wir uns öfters, jedes Jahr vorne an. Und passt die in das Ambiente von Marktplatz? Der Markt, dem Marktplatz wird was fehlen, wenn er nicht da wäre. Sieht der, so sieht das nämlich ein Kölner. Schön ist es hier, ne? Ja. So, mein Dudlerbau habe ich fertig, quadratisch praktisch gut. Rittersport für Bremen. Aber Frau Reuter und Herr Skalecki, die Zukunft macht sich wesentlich größere Gedanken. Und vielleicht ist das hier eine Kreation für die Stadtplanung Bremens der Zukunft. Gehen wir mal ganz schnell durch. Bahnhof, 2 Hotels, 7 Etagen, Sichtachse zum Bahnhof bleibt frei. Das war Ihnen, glaube ich, wichtig. Bringt dieser Bau wirklich irgendwas? Ich glaube, er bringt die Innenstadt näher an den Bahnhof. Es wird eine Adresse sein und in jedem Fall entsteht an dieser Stelle, das hat, glaube ich, einer dieser Menschen, den Sie dort gefragt haben, ziemlich gut gesagt, es kommen Geschäfte dorthin. Es kommt sicherlich auch Gastronomie dahin. Man kann vom Bahnhof sozusagen zum Herdentor laufen, übrigens dann zum Siemens-Hochhaus, was dann immer noch an dieser Stelle stehen wird, weil es da auch gebaut wurde. Und es wird ein Stück weit die Wegeführungen in Richtung Innenstadt vielfältiger machen. Ich glaube, das geht nur, wenn Gebäude und Straßenräume da sind. Hopp oder top? Flop? Ich habe mich da schon sehr früh auch positioniert. Eigentlich braucht dieser Bahnhofsvorplatz eine Fassung. Insofern ist nichts dagegen einzuwenden, dass dort gebaut wird. Das war von Anfang an auch ganz klar unsere Position. Es war nicht immer da gebaut, aber schon sehr, sehr lange, im 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert bis zum Krieg, stand auch dort Architektur, stand dort ein Gebäude. Insofern finde ich eine Reparatur dieser Platzformation durchaus angemessen. Kühn und Nagel waren wir heute Morgen auch schon. 26 Millionen Euro, das ist Privatbau. Da haben Sie darauf bestanden, soll ein bisschen schrumpfen und nicht ganz so hoch werden. Warum? Ja, das ist eine ganz wichtige Silhouette der historischen Altstadt. Die historische Altstadt ist Gott sei Dank noch einigermaßen intakt, trotz Finke Hochhaus und solche kleineren Sünden, aber und auch das Siemens Hochhaus im Hintergrund etwas überragt. Aber im Großen und Ganzen ist es eine historische Stadtsilhouette, aus der die Kirchtürme herausschauen. Und das wird schon durch den jetzigen Bau etwas beeinträchtigt, aber durch den neuen Bau wird es noch ein Stück weit unangenehmer. Und es sind ja Dinge diskutiert worden im Vorfeld, Pläne diskutiert worden, mit denen ich mich nicht hätte einverstanden erklären können. Ich bin der Meinung, eigentlich wäre an dieser Stelle was anderes besser geworden, aber wir haben andere Belange auch zu berücksichtigen. Es ist ein wichtiger Arbeitgeber, der dort baut und es sind auch wirtschaftliche Aspekte, die durchaus Berücksichtigung finden müssen. Auch Denkmalpfleger leben da nicht im luftleeren Raum. Frau Reuter, 3 Stockwerke mehr oder weniger, macht das den Kohl fett und muss sich eine Silhouette nicht auch verändern? Also bezogen auf die Silhouette und die Höhe habe ich Respekt vor den Aspekten und auch den Argumenten von Herrn Skalecki. Da habe ich ihn übrigens auch gefragt. Nichtsdestotrotz besteht ja dieses Gebäude nicht nur aus Höhe, sondern es ist auch eine Figur. Und mindestens bezogen auf die Stelle, wo dieses höhere Gebäude entsteht, was ja dann am Ende nicht nur Silhouette, sondern Wirkung auch in diesem großen Flussraum, auch wenn man die Balgebrückstraße nach unten kommt. Also da sind viele Themen, die wir übrigens sehr, sehr sorgfältig an unserem Stadtmodell ausprobiert haben. Und wir haben, das finde ich jetzt für den historischen Stadtgrundriss und auch die Stelle, also mehr oder weniger genau die Stelle, in Verbindung auch Sichtachse vom Rathaus über die Wachtstraße an die Weser, wo früher auch der Weserübergang war, haben wir sehr genau darauf geachtet, dort eine städtebauliche Figur zu finden, die da auch Angebote machen kann. Ein wirklich interessantes Gebäude in Bremen noch, finde ich jetzt die Landesbank. Ja? Also ich hoffe, die ist schon bezahlt, dass sie das nicht danach noch die Rechnung für den Bau bezahlen muss. Da haben Sie sich dafür eingesetzt, dass es nach oben geht tatsächlich. Warum eigentlich? Ich bin es selber nicht gewesen, ich weiß aber, dass das mein Vorgänger war. Es ist ein Stück weit höher. Ich glaube, die alte Landesbank, die ja nun auch noch gar nicht ganz so alt war, war etwas niedriger. Es ist ein Stück, die Maßstäblichkeit, jedenfalls so beobachte ich das um das Rathaus herum, die durchaus bei den höheren Gebäuden, also ich gucke da auf die Baumwollbörse, ich sehe da so ein Stück weit auch die Handelskammer möglich ist. Es ist ja auch eine Zurückhaltung. Die Geste nach oben ist mehr oder weniger auch in einer ganz anderen Architektur.
Und was ich in jedem Falle sagen kann, ist ein großartiger Ort, der da oben entsteht. Also ist Gebäude sind ja übrigens... Ja, ich kann aus erster, Hand berichten, weil ich Mitglied der Jury war seinerzeit, als es die Entscheidung gefällt wurde. Ich finde den Bau vorzüglich, weil er in jeder Hinsicht, was Traufhöhen anbetrifft, was Materialität anbetrifft, was Proportionen anbetrifft, was auch Formen anbetrifft, Bezug nimmt auf das gesamte Umfeld. Die Höhe ist auch von mir akzeptiert worden, deswegen, weil sogar direkt nebendran die alte Nationalbank steht, die ja mit integriert ist in das Grundstück. Und die oberste Kante des Staffelgeschosses, des Neubaus, ist genau die Höhe des Fürstes des historischen Baus daneben. Und insofern geht das schon ineinander über und ist eben von den Höhen dann nicht zu kritisieren. Wir sehen, wir haben auch in vielen Dingen Einigkeit. Wenn Sie ganz kurz nochmal mit mir an den Tisch kommen wollen. Viele Fragen wurden diskutiert, viele Fragen wurden gestellt. Wir haben schon gesehen, bitte Herr Skalecki, kommen Sie einfach an meine Seite, Frau Reuter. Das stellen wir mal so schön hier hin. Ja. Es wurden Fragen vom Publikum gestellt. Sie sehen hier, an welchen Fragen sind. Ich bitte Sie, einfach mal eine zu ziehen, ohne dass der Turm umfällt. Frau Reuter, vielleicht Sie zuerst. Schauen Sie, hier stehen Fragen. Nee, Sie dürfen natürlich nur mit einer Hand. Sie haben Sie noch nie Jenga gespielt. Nur mit einer Hand. Sehr gut. Was haben wir? Sollte in Bremen mit der stillosen Architektur, soll es in Bremen mit der stillosen Architektur weitergehen? Fragezeichen. Ich glaube, da sind gerade diese Gebäude gemeint, die wir uns angeguckt haben. Immer quadratisch, immer gläsern, immer praktisch. Also sie sind nicht quadratisch, sondern sie haben ein Stück weit eine kubische Form. Wenn man jetzt mal am Bahnhof schaut, ja, natürlich. Und sie weichen auch nach oben. Das ist jedenfalls, wenn man etwas genauer hinschaut, nicht so, dass sie ganz gerade nach oben gehen. Die oberen Geschosse weichen zurück. Und sie sind, wenn man den Grundriss anschaut, auch nicht quadratisch, sondern es gibt ein Dreieck und ein so an den Stadtraum angepasste Gebäudeflucht, dass tatsächlich auch diese Korrektur, die Herr Skalecki gemeint hat, möglich ist. Also bei der Landesbank, das finde ich auch interessant, wenn Sie sich das genauer anschauen, ist diese jetzige Landesbank etwas kleiner, also sie weicht sozusagen auch von der Liebfrauenkirche und vom Rathaus etwas zurück. Dieser Raum wird etwas größer, also man kann dieses neue Gebäude etwas besser erleben. Ich finde es geht einfach darum, etwas genauer hinzuschauen. Ich weiß, Sie würden gerne antworten. Ja, ich würde gerne was dazu sagen. Es gibt so ein ganz zartes Pflänzchen, eine ganz kleine Tendenz, auch mal wieder Häuser nicht nur mit Flachdach und nicht nur kubisch zu bauen, sondern auch mal wieder ein Dach zu bauen. Auch vielleicht mal wieder ein Geschossgesims zu bauen. Nehmen Sie erst noch eine Frage. Übrigens, Herr Skalecki, das sind die Wohngebäude. Mit einer Hand, Herr Skalecki, auch die, Sie nur. Das sind die Wohngebäude bei Stefani. Da gibt es echt wieder Dächer. Ne? Ja. Ja? Neue Wohngebäude. Ich bin gerade ganz fasziniert, dass Sie hier für Architekturmenschen die Steine aus der gleichen Seite ziehen. Das ist gut. Können wir die lesen, die Frage? Irgendwas mit bestimmen. Bestimmen. Darf ich mal, vielleicht kann ich das entziffern. Unternehmer das Stadtbild. Bestimmen zukünftig Unternehmen das Stadtbild. Die Frage hatten wir ähnlich schon. Ich hoffe nein. Ich hoffe, dass es weiterhin eine aktive Stadtplanung gibt, die das Stadtbild mitgestaltet. Natürlich wird es immer wieder notwendigerweise auch vorhabenbezogene Entwicklungen geben, wo Unternehmer, Investoren zu Recht auch mitsprechen. Und wir alle gemeinsam, wenn eben dann auch die Denkmalpflege betroffen ist, müssen das dann einen Konsens finden in unseren Zielrichtungen, in unseren Zielstellungen. Ja, was für eine Frage in Bremen, dass Kaufleute das Stadtbild nicht mitbestimmen. Das sind doch die Bremerinnen und Bremer. Also so? Ehrlich gesagt finde ich diese Frage fast erstaunlich. Natürlich werden wir sie fragen müssen, ohne ihre Unternehmung entstehen viele Gebäude nicht. Aber wir brauchen ein Stück weit einen ziemlich verbindlichen Dialog und wir brauchen eine ziemlich genaue Haltung bezogen auf das Stadtbild und den Städtebau und sicher auch die Denkmalpflege. Frau Reuter, eine ziehen wir noch. Und dann welche? Welche Sie wollen, welche nicht umfällt. Ne? Sie könnten auch zu zweit eine ziehen. Sie müssen sich nur auf eine einigen. Nicht mit der linken Hand. Es wäre zu schön, wenn er jetzt einstürzt.
Ja, da müssen Sie sich schon ein bisschen beherrschen. Einstürzende Neubauten. Ne? Ja, genau, einstürzende. Das sieht gut aus, Frau Reuter. Sehr gut. Schade, dass das nicht dieser Turm an der Domsheide ist. Ja? Aber den machen wir morgen eh weg, haben wir beschlossen. Jawohl. Halten Sie ihn mal fest oben. Vielleicht können Sie vielleicht konservieren noch mal einmal. Ja, ja gut, ich greife ein. Okay, so. Ja. Gut, und ich, ja, passt doch. Wunderbar. Warum sind die Architekten die Besten, die die meisten Kubikmeter an Raum schaffen, vorhanden Raum schaffen? Achso, warum gelten die Architekten als die Besten, die möglichst viel Kubikmeter auf ein Stück Raum schaffen? Ist das so? Das stimmt nicht. Es ist nicht immer so, dass es die meisten Kubikmeter sind. Jedenfalls denkt es nicht die Senatsbaudirektorin. Aber der Landeskonservator denkt das manchmal. Er sagt, die Städte werden zu Molochen. Ja, das stimmt schon. Wir haben natürlich die Tendenz, immer größer, immer mächtiger auch zu werden. Öffentlicher Raum wird immer öfter überbaut. Es wird immer wieder ein Stückchen noch mehr dazu genommen. Und das verdichtet unsere Städte vielleicht an ganz wichtigen Punkten, wo sie auch ein bisschen Freiraum bräuchten. Frau Reuter, Sie haben das letzte Wort. Bei Städtebau geht es immer um Gebäude und Freiräume. Das gehört wirklich immer zusammen. Und dass das ein spezielles Verhältnis hat, ist prämisch, wenn es an der einen Stelle ein bisschen dichter ist. Ich glaube, wir passen auf unsere Baufluchten sehr gut auf, müssen wir ganz besonders genau auch auf die Qualitäten der öffentlichen Räume schauen. Ich glaube, das gehört unbedingt zusammen. Und dann können wir uns an der einen oder anderen Stelle etwas mehr Nähe bezogen auf Nutzungen, aber auch bezogen auf Gebäude leisten. Ich finde, das ist auch sehr prämisch. Wir haben heute gesehen, wie groß die Perspektivenverschiebung sein kann, wie man auf Architektur gucken kann, das Bewahren, das Erneuern. Dieser Streit, vielen Dank Ihnen beiden dafür, ist konstruktiv, produktiv und wahrscheinlich auch notwendig, um eine Stadt zu entwickeln. Ich danke Ihnen allen. Das Thema Architektur scheint in Bremen ein großes Thema zu sein. Sie beide würde ich noch bitten, jeweils einen Jenkerstein zu unterschreiben, den wir dann für die Weihnachtshilfe wie alle anderen Geschenke auch versteigern werden. Und mir bleibt noch Ihnen zu sagen, am 5. August wird es dann sinnlich im Weserstrand mit Lady Bitch Ray und am 2. September vielleicht sinnvoll mit Jürgen Trittin. Die Karten können Sie bei Nordwest-Ticket buchen oder beim Weser-Kurier bestellen. Die Show können Sie nachhören und nachsehen auf www.weserkurier.de und morgen schauen wir mal, ob unser Bremen noch immer steht. Ihnen beiden vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Frau Reuter. Vielen Dank. Es war lecker. Dankeschön.